Nach Berlin? Hallo? War ich nicht? Erst letzte Woche in Berlin. Nein, okay. Nein, warst du nicht. Vor 2 Wochen. Das war ein Wochenende dazwischen. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Berlin. Beziehungsweise ich wieder. Mein Freund kommt da, war ja das letzte Mal nicht mit. Jetzt ist er dabei. Und zwar gucken wir heute Abend Disney Konzert. Ja. Aber da das nur in Berlin läuft, müssen wir halt nach Berlin fahren. Ja, wir sitzen jetzt gerade im Zug nach Hannover und dann steigen wir um in den Zug nach Berlin. Weil, wie gesagt, ihr wisst ja, keine Direktverbindung von Bremen nach Berlin. Und wir freuen uns schon sehr, das Wetter. Okay, hier wird es gerade verrückt, da eben war es noch nicht ganz so verrückt. Aber es ist noch früh und das Wetter soll gut werden, habe ich gehört. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, bleibt dran. Erst in Berlin angekommen und haben uns jetzt dazu entschlossen, auf den Fernsehturm zu gehen. Habe ich ja mit meiner Familie nicht gemacht, weil meine Schwester so eine Höhenangst hat. Ich stehe eigentlich auch nicht so für, aber das möchte ich mir dann doch hier geben. Ja, jetzt stehen wir an ungefähr noch 20 Minuten und ich finde, das geht, da stehen wir im Heidepark ja länger. Hat mein Freund gerade schon gesagt. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was der Tag noch so bringt. Ich nehme euch natürlich mit. Kleinigkeit im Eiffelturm. Fernsehturm getrunken. Ich stehe jetzt hier gerade alleine mitten im Alexa, weil mein Freund im Mediamarkt ist und kommt mir gerade tatsächlich ein bisschen blöd vor. Und jetzt kommen Sie mir nach eben Monaten. Weil ich hier alleine stehe und mit der Kamera rede. Ja, wie gesagt, wir haben gerade noch eine Kleinigkeit im Fernsehturm getrunken. Ich habe eine Berliner Weiße getrunken, sie ist so lecker. Ja, ich komme mir recht doof vor. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal Alexa. Wie gesagt, mein Freund ist noch kurz im Mediamarkt drin. Wollte ja irgendwas wegen den Aminos gucken und dann gucken wir mal, ob wir eine Kleinigkeit essen. Aber wie gesagt, nur eine Kleinigkeit, weil wir dann noch ins Hardrock-Café wollen später. Aber jetzt haben wir gerade ein bisschen Hunger und so auf das Bier. Brauchen wir was zu essen. Also suchen wir uns was zu essen und gucken uns noch ein bisschen um. So, wir sitzen jetzt im Hardrock-Café. Mein Freund hat gesagt, hier sind komplett umgezogen oder umgebaut. Mindestens komplett umgebaut. Ich glaube sogar komplett umgezogen. Na, ist mir nicht sicher. War das letzte Mal 2007 in Berlin im Hardrock-Café. Und ich war hier noch nie. Ja, jetzt sitzen wir im Hardrock-Café. Ich habe so Hunger. Mein Bauch hat schon vorhin geknurrt. Und kriegen gleich einen leckeren Burger. So, wir haben jetzt ganz lecker gespeist und satt und machen uns jetzt auf den Weg zum Hotel zu Fuß, weil das ist hier echt nah am Kurfürstendamm. Da ist es doch. Nee, oder? Ach nee, doch nicht, oder? Ganz wohl. Aber steht was mit Marc. genau, auf dem Weg zum Hotel sind wir jetzt, noch mal ein paar Sachen abzulegen, bevor es dann weitergeht. Wetter spielt relativ gut mit. Es ist warm. Sonne knallt aber jetzt nicht runter. Also es ist sogar bewölkt, aber es ist schön warm. Das ist doch schon mal gut. Solange es nicht regnet, weil Freilicht heute Abend, sind wir zufrieden. So, wir gehen jetzt mal hier in unser Zimmer rein. Boah, ist das nicht. Boah. Größe. Sieht doch nett aus. Und ein bisschen dreckig in der Wand. Ja, der Teppich ist auch nicht mehr der schönste. Aber sonst, schönes großes Zimmer, würde ich sagen. Ausreichend für eine Nacht.
Alles ein bisschen kahl dann. Da kannst du alles reinstecken. Ich weiß, das geht mit meiner Mensa-Card. Ja. Das sind nur Andachten. Warum haben wir das genau nicht, das B&B? Wir haben jetzt unser Hotel wieder verlassen. Es ist ein bisschen frisch gemacht, weil wir uns natürlich jetzt auf dem Weg zur Waldbühne machen, weil Disney ein Konzert. Es ist so viel Disney-Liebe wieder in mir. Ich trage natürlich auch ein Disney-T-Shirt. Wir haben heute übrigens beide, mein Freund und ich, Disney-Schuhe an. Ich trage Mickey und Minnie und mein Freund trägt Donald. Ja? Oh, geile Kollektion von den Vans. Ja, und ich würde sagen, auf zur Waldbühne und ja, Disney ein Konzert genießen. So geil! So, wir sind jetzt bestimmt so in einer halben Stunde oder so hier, ne? Bestimmt. Es ist voll, weil es ist ja freie Platzwahl. Das finde ich ja immer so ein bisschen. Aber wir sitzen eigentlich ganz gut. Da ist die Bühne. Also nochmal Bier halt. Das habe ich schon wieder gesagt, dass ich hier Alkohol trinke. Nee, ist gut, ich habe gedreht. Ich habe App bestellt. Ja, ihr wisst ja, dieses Objektiv. Moment. So sieht man es ein bisschen besser. Ja, wir haben aber eine relativ gute Sicht. Das sieht natürlich von hier aus, also auf der Kamera, immer noch viel weiter aus, als es grundsätzlich ist. Ja, ist eigentlich ganz gut zu gucken hier. Und wir haben jetzt bestimmt noch eine Stunde. Und das Gute ist, auf den Leinwänden sind immer so ein paar Quiz. Da ist dann eine Szene abgebildet und da steht dann, welcher Film. Dann kommt die Antwort, welcher Komponist. Dann kommt die Antwort und so weiter und so fort. Das ist ganz nett. Also jetzt kommt ein Komponist von Dschungelbuch. Hätte ich jetzt nie gewusst, kann ich nicht mehr aussprechen. Ja. Und dann kommt, der Song wurde 68 als bester Oscar für den, als bester Song für den Oscar nominiert oder ausgezeichnet, habe ich nicht gelesen. Sind halt immer so ein paar Infos zu Songs und Filmen, das ist ganz interessant, dann hat man nicht ganz so Langeweile. Eben lief auch ein Trailer von Inside Out und ja, ganz nett soweit. Wir trinken Bier und essen Eis und eine Currywurst und dann warten wir, bis es bald mal losgeht. Wo wir den Morgen nicht haben, ich geh gleich in die Luft. Und der Kuhner blüht, das Gras ist grün und der Blüten droht. An so einem wunderschönen Tag mit Mary muss man guter Laune sein. Ist der Himmel grau und voller Wolken, Mary bringt dir Sonnenschein. Und darüber alle
Jetzt wieder bei uns da in der Infomodell. Also erstmal, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Es waren so viele Eindrücke. Es war total toll, also ich fand es großartig. Ich weiß nicht, ob es unbedingt was für Kinder war. Ich tippe mal eher auf Nein. Weil es halt ein Orchesterkonzert. Auf jeden Fall das erste Problem. Was guckst du? Okay. Es hat ewig gedauert, bis wir wieder an der Haltestelle waren, weil es 15.000 Leute, ne, haben da, glaube ich, reingepasst. 16.000 Leute haben da reingepasst. 16.000 Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Es war nicht komplett ausverkauft, also es waren halt keine 16.000 da, aber... Das weißt du ja nicht. Vielleicht saß noch mehr in einer Reihe als verkaufen für eine Reihe, theoretisch. Ja, das kann auch sein. Das ist ein bisschen enger in der Mitte. Also 15.000, sagen wir mal, 15.000 Leute. Für diese 15.000 Leute gab es nicht genug Toiletten. Ich musste am Anfang der Vorstellung. Ich habe so eine halbe Stunde vorher gesagt, so, jetzt kannst du noch mal eben schnell auf Toilette gehen. Ja. Es war 5 Minuten, bevor die Vorstellung begann. Und dann dachte ich so, scheiße, du stehst hier bestimmt noch mindestens 10 Minuten, wenn nicht sogar 20. Also bin ich wieder zurückgegangen, bin ich auf Toilette gegangen. Dann... Ach ja, genau, dann bin ich in der Pause gegangen, habe ich aber auch nur geschafft, weil ich, bevor überhaupt die Pause anfing, schon losgegangen bin. Also während des letzten Songs. Sonst hätte ich das wieder nicht gepackt. Also da war die Organisation, es gab einfach zu wenig Toiletten, ganz einfach. Das war für die Menge an Menschen zu wenig. Als wir dann unser Pfand abholen wollten, gab es das gleiche Problem. Viele Stände hatten einfach kein Rückgeld mehr. Aber dann am Eingang... Das hat irgendwie keiner gecheckt, da war leer. Da konnten wir dann unsere Becher abgeben. Wir wollen gleich noch was trinken gehen. Wir gucken noch mal im Harddruckkaffee. Aber um natürlich mal zur Vorstellung an sich zu kommen. Es war toll. Ich habe versucht, ein bisschen was einzufangen, aber ihr wisst ja, ich genieße immer lieber ein bisschen. Deswegen ich die Kamera meistens... halt in der Tasche gelassen habe, weil ich das einfach besser aufnehmen kann.
Und ich bin auch so ein sensibler Mensch, ich weine immer so schnell. Und ja, zwischendurch hatte ich dann Pipi in die Augen, weil das so schön ist. Ja, gerade so bei Disney und dann die Musik dazu, aber naja. Also wie gesagt, ein bisschen habe ich was aufgenommen, was ich allerdings nicht aufgenommen habe, weil ich einfach so, oh, ich habe gestaunt. Wir durften tatsächlich die Darsteller von Aladdin sehen. Und ich glaube, so viel Publikum werden die nie wieder haben. Ich weiß nicht, in die neue Flora passt ja vielleicht mal ein Drittel rein, oder? Weniger, viel weniger. Ein Zehntel? Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Keine Ahnung. Aber wir werden die nie wieder so viel Publikum haben. Und das war irgendwie cool, das so. Die sind auch gut. Ja, die waren da, die haben dann den einen Song performt. Und kennt ihr noch Paddy Kelly? Von der Kelly Family? Der war auch da, der hat auch Lieder gesungen. Voll cool. Und Steven Gätchen hat moderiert. Das wird auch nochmal ganz interessant zu wissen. Ich finde den ja super, ne? Der hat auch so ein paar locker flockige Sprüche drauf gehabt. Das hat vielleicht nicht jedes Kind verstanden, aber die Erwachsenen, die haben sich köstlich amüsiert. Ja, Steven Gätchen hat moderiert. Und das Orchester war ja natürlich. Das Geilste war Fluch der Karibik. Ich finde ja Fluch der Karibik, abgesehen vom ersten Teil, und abgesehen von Johnny Depp ist es so, aber musikalisch war das Bombe. Schwerste Stück und einfach super, super gespielt. Das haben sie dann auch nochmal am Ende zur Zugabe gemacht. Ich glaube, das habe ich euch sogar, ja, das habe ich euch aufgenommen. Ansonsten habe ich ja nicht so viel aufgenommen, aber ich werde mal gucken, ob ich auf YouTube, macht es ja möglich, ob ich da noch ein paar Aufnahmen finde, dann verlinke ich euch die gerne in der Infobox. Weil ja, ihr wisst, ich genieße lieber. Das habe ich ja schon im Disneyland gehabt, als ich schon die Kamera rauszoomen. Es gab auf jeden Fall viele, viele nette Stücke. Und mein Highlight wäre es natürlich gewesen, wäre Wille mein Tag gewesen und hätte ich das losperformt. Aber die Lucy hat es auch sehr schön gemacht. War schön. Hat uns gefallen. Und ich bin einfach schlichtweg begeistert, weil das so schön war. Jetzt möchte ich ins Disneyland. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Oder in ein Disney-Musical. Das wäre auch schön. Ich muss ganz doll pipi, weil ich jetzt auf dem Rückweg natürlich nicht gegangen bin, weil ich Angst hatte, dass es da wieder so voll. Ich wusste, dass du hier stehen bleibst. In nur 20 Minuten. Was ist das denn? Ach du Schande. Brustvergrößerung in 20 Minuten. Schatz, das habe ich nicht nötig. Ja. Wir gehen jetzt noch was trinken und dann gehe ich auf jeden Fall mal pushern, falls ihr es wissen möchtet. So, wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen. Ja, gehe ich mal gar nicht. Und ich bin so ein bisschen müde jetzt. Wir waren im Hard Rock Café und haben noch einen Cocktail getrunken. Ja, mein Freund hat einen richtig geilen Cocktail getrunken. Der war echt cool. Meiner war aber auch gut. Man hat also richtig frisches Obst. Das hat man richtig geschmeckt, dass es frisches Obst ist. Ja, sitzen jetzt auf dem Bett. Die Betten, die kann man, die haben Rollen unten drunter, total bescheuert, weil bewegst, drehst du dich einmal um und das Bett rollt weg. ja, wir waschen uns jetzt gleich. Und dann, hier, das ist der Cocktail. Da ist ganz viel drin. Bacardi, Superior, Rum, Bombay, Sapphire, Gin, Saint-Germain, Elderflower, Likör, Iced Tea, made from scratch lemonade, muddled basil and mint with a hint. Oh, jetzt ist aus. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es hingeht, wie es wieder angeht. Auf jeden Fall noch eine Gurke. War lecker. Und dann haben wir auch ein bisschen was im Hard Rock Café gekauft. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Ich weiß nicht, das wisst ihr wahrscheinlich, dass ich eigentlich aus jeder Stadt, wenn wir im Hard Rock Café sind, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir gerne im Hard Rock Café sind. Und in jeder Stadt kaufe ich mir dann immer so ein T-Shirt. Das ist das ganz normale Hard Rock Café T-Shirt. Und dann steht unten mal jeweils die Stadt drauf. Ich besitze ja eigentlich nur eins aus London und eins aus Hamburg und jetzt eins aus Berlin. Jetzt muss ich das da wieder reinkrumpfeln. Das war so schön zusammengelegt. Wird eh gewaschen, bevor ich es anziehe. Ja, das haben wir da gekauft. Oder habe ich mir da gekauft? Und? Hier. Voll cool, diese Gläser.
Da steht sogar Berlin drunter, also Hardrock Café Berlin. Und die sind ja jetzt voll modern, voll die Hipster-Gläser. Oben ein Loch für den Strohhalm. Und wir haben, als wir heute Mittag da gegessen haben, haben wir zwei gekauft. Wir waren die Ersten, glaube ich, hat sie gesagt, die wir hier gekauft haben. Ne? Sind gerade reingekommen, wir waren die Ersten, die wir hier gekauft haben. Boah, voll cool, oder? Und ja, das dritte haben wir jetzt heute noch mitgenommen, weil das beim Cocktail mit drin war. Also man hat den Cocktail bekommen plus das Glas und somit hat der Cocktail eigentlich nur 5 Euro gekostet. Das war ganz gut. Und sonst haben wir, glaube ich, gar nichts gekauft. Noch was gekauft? Ja, beim Disney-Konzert gab es kein Merchandise oder sowas. Auch gut, spart man Geld. Nee, nichts gekauft. Oh, ich bin müde jetzt. Jetzt will ich schlafen. Wir werden morgen außerhalb frühstücken. Wir wollen zu Dunkin' Donuts. Weil, ja, wir wollen hier nicht frühstücken. Wir haben eh kein Frühstück dazu gebucht. Hätten wir jetzt noch zusätzlich machen können, aber... Ja, wir wissen nicht, wie teuer und ach, keine Ahnung. Und das Hotel ist halt für eine Nacht in Ordnung. Und für Junggesellen. Für junge Leute ist es in Ordnung. Für eine Nacht. Aber ja. Ja. Es ist in Ordnung. Sagt alles, oder? Ja, wir machen das jetzt fertig. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Guten Morgen, meine Lieben. Auch ein neuer Style. Schicke Frisur. Ja, wir haben jetzt 8:30 ungefähr. Mir ging es gestern Abend irgendwie noch, ich weiß auch nicht, irgendwas lag mir wieder schwimmen im Magen. Aber dann bin ich relativ schnell eingeschlafen und also das Problem bei diesem Bett ist, dass die halt Rollen haben, die Betten, habe ich glaube ich schon erwähnt. Und mal die Nacht über ging es, aber heute Morgen habe ich so gedacht, oh, einmal schnell kuscheln und dann lag ich fast auf dem Boden. Ja, okay, aber sonst habe ich ganz gut geschlafen, das Bett war in Ordnung. Und ich habe durchgeschlafen, glaube ich sogar. Also, das soll was heißen. Wir werden jetzt frühstücken gehen zum Dunkin' Donuts. Wir wollen ja nicht hier unten frühstücken. Und dann haben wir noch ein bisschen was vom Tag und dann gucken wir mal, ne? Genau. Wissen wir es auch nicht. Wir wollen das, welches Museum? Naturkundemuseum. Da gibt es Dinos. Gucken wir es an. Ansonsten gucken wir, was der Tag noch so bringt. Ich nehme euch natürlich weiterhin mit. Naturkundemuseum und heute ist freier Eintritt, weil die Panda-Ausstellung sich heute verabschiedet. Total gut, wir sind hier reingekommen, ja, heute ist Eintritt frei, können Sie durchgehen. Ja, hier sind wir in der ersten Halle, das ist diese, ja, bitte? Ich muss dazu sagen, es wäre auch sonst nicht teuer. Nee, das stimmt, sonst ist es auch nicht teuer. 6 Euro und ermäßigt 3,50 oder sowas. Und wir sind jetzt in dieser ersten Halle, wo die ganzen Dinos sind und hier haben wir das größte, komplett, ist es jetzt komplett, hast du es gelesen? Bestimmt, gefunden. Aber ich gehe davon aus. Auf jeden Fall das größte aufgebaute Dinosaurier-Skelett weltweit. Voll gut. Ich zeige euch das. Ich weiß nicht, ob ich es raufkriege, weil es ist halt riesig, ne? Moment. Und da oben ganz ist der Kopf. Wir gucken nochmal, ob es vollständig ist, aber ich gehe mal davon aus, dass nichts fehlt. Brachiosaurus ist es übrigens. In einer Höhe von 13,27 Metern. Ja, ist auch komplett. Da steht es auch nochmal auf. Das Skelett hat eine Höhe von 13,27 Metern. Das ist mein Freund jetzt hin. Da hinten. Ja, hier stehen halt aber ganz viele Dinos. Da hinten sind noch Velociraptoren. Ich liebe die Velociraptoren. Sind so süß. So gefährlich und süß. Hast du was gefunden? Guck mal, der hat da sogar so komische längliche Fäden runterhängen. Könnt ihr den sehen? Speiseröhre aufgehalten. Weißt du? Eine Speiseröhre ist ein bisschen aufgehalten und nicht sich kollabiert. Warum haben die unterschiedliche Farben? Unterschiedliche Alterszuschauer. Okay. Steinerin. Schon Wahnsinn, ne? Ja. Natürlich meine ich das nicht.
ich wollte mich jetzt noch mal eben schnell verabschieden. Und ja, ein Abschlussdrehen halt. Wir sitzen jetzt im EC und fahren Richtung Heimat. Mein Freund isst jetzt noch die restlichen Donuts. Das war so viel. Ich habe euch das, glaube ich, gar nicht gesagt. Alle? Stimmt. Wir haben nämlich zwei Donuts geschenkt bekommen, weil der Kaffee nicht gereicht hat. Wir hatten halt statt einem großen nur einen halben Kaffee. Und dafür haben wir zwei Donuts bekommen. Und dann hatten wir ganz, ganz viele Donuts. Das war ganz schön viel. Und die restlichen isst er jetzt halt. Ich habe mir aber noch so ein Obstding gekauft. Ansonsten waren wir nach dem Naturkundemuseum noch am Checkpoint Charlie und am Brandenburger Tor und Reichstag und so weiter. Aber da ich ja vor zwei Wochen da war, habe ich die Kamera nicht rausgeholt. Und schaut euch sonst einfach das letzte Video nochmal an. Das letzte Berlin-Video. Das verlinke ich euch in der Infobox. Ja, da habe ich die Kamera jetzt nicht nochmal rausgeholt, weil haben wir ja letztens erst. Und das. Ich erzähle das jetzt nicht nochmal, das neu. Da muss ich noch Schmeidi drüber packen. Ja, kann ich machen. Ich habe die Kamera jetzt gedreht, weil mein Freund nicht beim Essen beobachtet werden wollte. Ja, also wir hatten auf jeden Fall einen schönen zwei Tage. Das Wetter hat ja sehr gut mitgespielt. Wir hatten ja richtig Glück. Vorhin hat es am Brandenburger Tor ganz kurz geregnet, aber das hat sich schnell wieder verzogen. Und ja, wie gesagt, wir hatten ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.